Andrang ist groß in der Schwimmhalle an der Thomas-Mann-Straße. Rund 600 Kita-Kinder wollen bei der 4. Seepferdchen-Olympiade des Berliner TSC zeigen, was sie im Wasser schon alles können. 5 Stationen gilt es zu absolvieren. Für jede bestandene Aufgabe bekommen die Kleinen einen Stempel und wer die Karte voll hat, wird stolzer Medaillenbesitzer. Damit alles klappt, hat der Schwimmnachwuchs seit letztem Sommer fleißig geübt. Wir holen die Kinder aus den Kindergärten ab und dann haben die einmal die Woche Schwimmen und immer die letzte Kindergartengruppe, die das dann macht, sodass die zwischen 5 und 6 sind. Das ist auch das beste Schwimmalter für Kinder. Im Vordergrund stehen dabei vor allem Spiel und Spaß für die Kinder. Denn nur so werden aus kleinen Wasserratten vielleicht auch einmal Schwimmstars. Ich habe die ganze Zeit so Schwimmübungen gemacht, weil das Schwimmen mir Spaß macht und weil ich das Seepferdchen schon habe. Und wer das Seepferdchen noch nicht hat, der macht es auf der Seepferdchen-Olympiade quasi nebenbei. Denn die Prüfungsaufgaben sind Teil des Parcours, weiß auch der 6-jährige Johann. Tauchen und ohne alles eine Bahn schwimmen. Dann noch schnell einen Sprung ins gar nicht so kalte Wasser. Bestanden ist die Seepferdchenprüfung. Doch Vorsicht, ein Seepferdchen bedeutet noch nicht, dass die Kinder auch schon sicher schwimmen. Es gehen auch noch Kinder mit einem Seepferdchen unter. Ja, also das ist das, wo ich immer sage, Leute, deswegen versuchen wir ja auch, dass die Kinder nicht bloß 25 Meter schwimmen, sondern sogar 50, dass die sichere sind. Es gibt doch einige von den Kindern, etwa 20%, die also auch schon das Bronzeabzeichen machen. Und dann sind sie wirklich sicher. Dann kann der Sommer ja kommen.